So, willkommen zurück zu Farmers Dynasty Runde 2, Folge 15 eventuell. Ihr seht, unser Geld wird aktuell ein bisschen mehr, da ich einen Erntehelfer auf unserem dritten Feld engagiert habe. Der erntet, glaube ich, Lupine im Moment. Ich bin auch dabei, das Stroh vom ehemaligen Weizenfeld. Oder hatten wir Gerste? Ich weiß es nicht. Irgendeine Getreidesorte. Das Stroh von hier wegzuholen, damit wir dann demnächst pflügen, grubbern, düngen, was auch immer machen können. Oh, hier ist noch ein Strohballen. Entschuldigung. So. geben wir das ab? Eigentlich nein. Leer. Okay. Dann können wir hier schon mal absteigen. Kapazität. Leer. Getreidelager. Okay. Unsere Lager sind leer. Haben wir im Magazin irgendetwas? Ich habe keine Saatmaschine, oder? Traktor, wo ist mein Pflug? Irgendwo hatte ich einen Pflug gehabt. Das war der Grubber. Wo habe ich den Flug? Da. Gelassen. So. Schwupps, schwupps. Ein bisschen rangieren. Na. Dann fangen wir mal an mit Flügen. So. Und Maschine senken. Vollgas. Forsche außen rum. So. Nehme ich am besten gleich das Rapsfeld auch mit. So. 5000 Euro haben wir dann auch schon wieder durch die Lupine. Praktisch wäre es natürlich, wenn wir wie im Landwirtschaftssimulator einfach unsere Felder größer pflügen könnten. Aber ich glaube, das ging hier nicht.
rauszoomen. So. Unser Geld wird immer noch mehr, also Ernte läuft noch auf dem anderen Feld. Sehr gut. So. Schön große Bahnen fahren. Das staubt ganz schön. Hier bei uns. Ja, die Bauern rechnen jetzt dieses Jahr auch wieder mit einem beschissen trockenen Jahr, Sommer, Ernte, wie auch immer. Ob das jetzt überall eintrifft, weiß man natürlich nicht. Aber wenn wäre es für die wirklich ein Desaster, wenn jetzt der Mai ebenfalls noch zu trocken bleibt. Naja. Komm, komm, komm. So, ich glaube, doch, unser Geld wird immer noch ein bisschen mehr. Hätte ich gesagt, ist unser Geld jetzt alle? Ah, ich glaube, jetzt ist die Ernte beendet drüben. Und weiter geht's. €5.000. Ja, Ballenpresse kann ich glaube verkaufen. Es sei denn, wir. Nee, müssen wir erstmal behalten. Kann durchaus sein, dass wir nochmal ein Feld kaufen, wo jetzt irgendwie Weizen oder so noch geerntet wird. Okay, was brauchen wir nicht? Grasmulcher eventuell. So. Hoch. Zurück. Und runter. Fahren wir mal so rum. Arbeitsbreite kann man echt schwer einschätzen bei dem Mini-Flug. Scheint auch großzügiger zu arbeiten
als der Schein wäre. Fahren wir mal lieber so rum. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Was stehen lassen? Scheiße. Und nicht ganz so knapp fahren. Nicht so knapp, nicht so knapp. Oh. Oh, hier ist noch Stroh. Komm, fahr wieder in die Agarforge rein. Hopp, 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 hopp. Pferdchen, lauf, galopp, lopp, lopp. Zu knapp. Nächste Runde. Das ist unheimlich spannend, oder? Ja, tut mir leid. War nicht ernst gemeint. Ba-la-ba-ba-ba. Ba-la-ba-ba-ba-ba-ba. Tra-la-li-la-la. Waffe. Nicht mehr so gut die Form hin. Die Strecken werden jetzt doch ein bisschen kürzer. Ach ja. Das dauert und dauert und dauert. So lang. Pam pam. Pam pam. Dann mache ich halt erstmal das
das eine Feld hier schnell fertig. Brum 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 brum. Ba 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 ba. Oh, ups. Hoch das Ding. Und rein da. Strohballen 25 Euro, hatte ich das vor uns richtig gesehen? Pro Ballen bei 20 Ballen 500. Okay, zum Wenden Flug hochklappen. Sonst kriegen wir die Kurven nicht. Brumm, brumm, brumm. Oh Gott. Richtung halten fällt mir jetzt echt schwer. Dauert und dauert. Pum, pum, pum. So, und weiter geht's. Ba 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 ba. Dieser Mini-Flug, dieser Mini-Traktor. Hilfe! So, wenden.
So, und hier beende ich dann aber auch erstmal die Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Farmers Dynasty. Tschüss, ciao, bye bye.